geht's. Ja, ich will noch den Brief wegschicken. Ich weiß gar nicht, mal gucken. Hüttenstraße ist das. Genau. Ja, ich muss ihn gleich noch einwerfen. Genau, und ja, dann gehe ich mit meinen Freunden heute Abend noch ins Kino. Mal gucken. Ja, ich bin auch schon richtig gespannt. Du triffst als Erster an einem Unfallort an. Jetzt bloß nicht verzweifeln und unbedingt erste Hilfe leisten. Der schlimmste Fehler ist, gar nicht zu helfen. Unterlassene Hilfeleistung ist nicht nur strafbar. Nach Unfällen entscheidet sie auch über Folgeschäden. Als Erstes ist es wichtig, die Unfallstelle zu räumen. Danach müssen die Lebenszeichen des Opfers kontrolliert werden. Dazu prüft der Ersthelfer die Atmung. Er legt den Kopf vorsichtig in den Nacken, hebt das Kinn. Mit einer Hand über der Nase des Opfers kann er den Luftstrom spüren. Zudem kann er die Atemgeräusche hören und die Bewegung des Brustkorbs sehen. Unser Opfer atmet noch, ist aber nicht bei Bewusstsein. Danach muss möglichst schnell die Rufnummer 112 gewählt werden. Ein grober Überblick über die Beantwortung der 5W-Fragen genügt. Wo ist der Unfall? Was ist geschehen? Wie viele Verletzte sind zu versorgen? Welche Verletzung oder Krankheitszeichen hat der Betroffene? Warten Sie zusätzlich immer auf Rückfragen des Rettungsdienstes. Nach Absetzen des Notrufs müssen weitere Erste-Hilfemaßnahmen ergriffen werden. Da unsere Person bewusstlos ist, bringen wir sie in die stabile Seitenlage. So kann sie beispielsweise an möglichem Erbrochenen nicht ersticken. Wenn diese Schritte befolgt wurden, gilt vor allem eins: dem Opfer beistehen und warten, bis der Krankenwagen eintrifft. Es ist nicht schwer. Jeder kann Erste Hilfe leisten.